Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Ihr seht hier schon, wir machen heute Muffins und zwar keine normalen Muffins, sondern zuckerfreie Muffins, die auch für Kleinkinder zum Beispiel geeignet sind. Ich habe mir da mal ein Rezept ausgesucht, weil ich für die Kita Muffins oder einen Kuchen gebraucht habe, wollte aber nichts mit Zucker mitbringen und dann bin ich da drauf gestoßen. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Wir nehmen zuerst mal die Bananen und geben diese in eine Schüssel. Einfach alles hineingeben, ich habe hier insgesamt zwei Bananen, die breche ich hier in so Stücke, dann nehme ich mal eine Gabel und drücke die mal schön klein. Einfach immer wieder an den Rand der Schüssel gehen, bis das so durchgematscht ist. Danach kommt noch etwas Milch darauf, ein paar Haferflocken, die sind ja auch gesund, noch etwas Öl, ich habe hier Olivenöl verwendet und ein Ei kommt auch noch hinein. Jetzt folgt noch etwas Mehl und noch etwas Vollkornmehl. Ich habe den Anteil hier 50-50, aber das könnt ihr natürlich variieren. Damit die ganze Sache noch etwas aufgeht, kommt noch eine Packung Backpulver hinein und dann geht's auch schon ab in die Küchenmaschine. Ich habe hier mal den Kuchenhaken hinein und lasse das Ganze jetzt mal schön verkneten, bis es schön gleichmäßig ist. So schaut der Teig dann aus, wenn er fertig ist. Gehe hier nochmal mit der Spachtel entlang und schaue, ob auch an den Rändern alles schön verknetet ist. Aber das schaut gut aus, alles schön gleichmäßig. Dann nehme ich mal hier meine Muffinform, gebe hier diese Papierteile hinein. Das sind insgesamt übrigens 12 Muffins, also das Blech hat 12, das Rezept reicht auch für 12 und ich habe auch noch ganze 13 von diesen Papierteilen, also eins war auf Reserve. Ich nehme jetzt hier mal den Teig, einen guten Esslöffel, gebe das dann hier hinein. Ihr seht schon, die Form drückt jetzt noch etwas nach unten und so teile ich jetzt mal den ganzen Teig nach und nach auf, bis das alles verteilt ist und schön gleichmäßig. Schaut dann ungefähr so aus. Ihr seht es hier schon, halbwegs gleichmäßig, der eine ist immer mal etwas kleiner wie der andere, sieht man nachher beim Backen auch noch ganz schön. Aber im Großen und Ganzen hat das Einfüllen gut geklappt, denn es ist jetzt nichts irgendwie an den Rand gegangen, wo nachher festklebt. Den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt, Ober- und Unterhitze 175 Grad und da backen die Muffins jetzt für ca. 20 Minuten, bis sie die gewünschte Farbe erreicht haben. Dann entnehme ich sie mir aus dem Ofen, lasse sie 5 Minuten ankühlen und dann kann ich die Muffins auch schon aus der Form nehmen. Die kann man hier einfach so herausheben, die etwas höheren kann man ganz gut anfassen, die kleineren kippt man dann halt nachher raus. Ich gebe sie jetzt mal noch auf einen Auskühlrost, damit das Papier unten auch nicht durchweicht. Da sammelt sich ja immer etwas Feuchtigkeit, man sieht das ja hier schon. Und dann einfach mal eine halbe Stunde auskühlen lassen, so schaut es da jetzt aus. Und wenn die Zeit dann um ist, dann nehmen wir mal einen, entfernen mal das Papier, schauen, dass das gut weggeht. Aber das klappt wunderbar, da bricht jetzt nichts auf, er ist auch wirklich schön rundherum braun gebacken. Wir schneiden den auch gleich mal an, einfach mal hier in der Mitte durch. Und man sieht dann schon, die weißen Stellen, das sind die Haferflocken und innen ist er auch schön durchgebacken. Also schön gleichmäßiger Haferflocken, Vollkornmuffin ohne Zucker. Ich probiere natürlich auch gleich mal ein Stück. Ich muss ganz ehrlich sagen, er schmeckt nicht ganz so super wie irgendwie so ein Doppel-Schokoladen-Muffin mit innen noch mit fetten Schokoladenstückchen drin. Aber er ist wesentlich gesünder und es ist auf jeden Fall eine tolle Alternative. Und das gebe ich auch bedenkenlos den Kindern. Ich hoffe mal, euch hat das Video jetzt gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für Rezepte ihr immer für die Kinder nehmt. Würde mich mal interessieren, vielleicht finde ich ja noch ein paar, was ich mal machen kann. Jetzt könnt ihr gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen und dann bis zum nächsten Mal.